Wir können uns nie an den genauen Moment erinnern, an dem wir einschlafen. Sicher erinnern wir uns an die Minuten, die zu diesem Moment führen. Wie wir durch unsere Einkaufsliste gehen, zuhören, wie unsere Ehepartner schnarchen, einen peinlichen Moment durchgehen, der vor Jahren passiert ist. Aber kannst du den genauen Moment nennen, an dem du gestern eingeschlafen bist? Oder wie er genau ablief? Ich habe das schon immer als seltsam empfunden. Wir erinnern uns daran, wann wir aufwachen und manchmal sogar an den Grund. Ein schlechter Traum oder ein hupendes Auto von draußen. Aber wie schlafen wir ein? Was passiert in dem magischen Moment, in dem wir ins Traumland geschubst werden? Niemand weiß das. Es ist ein Mysterium. Ein kleines Loch in unseren Erinnerungen. Das war der Grund, weshalb ich einen Versuch durchführte. Meine Frau hielt das für seltsam. Also, du stellst deinen Alarm auf deinem Handy ein, damit der alle 5 Minuten losgeht, wenn du eingeschlafen bist? Warum? Weil es mich aufwecken wird, wenn ich einschlafe. Ich kapier's nicht. Ich will genau herausfinden, wann und wie ich in jeder Nacht einschlafe. Ich kapier's immer noch nicht. Ich erwarte auch nicht, dass du das tust. Erica hob eine Augenbraue. Sollte das jetzt eine Art Beleidigung sein? Vielleicht. Sie lachte. Okay, dann mach dein Ding, aber kannst du dafür ins Gästezimmer gehen? Ich möchte nicht alle 5 Minuten geweckt werden. Natürlich. An diesem Abend gegen Mitternacht lag ich im großen Bett unseres Gästezimmers. Meine Alarme waren eingestellt und ich war bereit. Der erste Alarm ging um 12.05 Uhr los. Ich war noch immer wach. Das Bild, das mir durch den Kopf ging, war von unserem Garten und wie er wohl aussehen würde, wenn wir unsere Terrasse fertiggestellt hatten. Ich rollte mich auf die Seite und schloss meine Augen. 12.10 Uhr. Diesmal war ich schläfriger. Hatte ich daran gedacht, Erbsen zu kaufen? Ich könnte morgen vor dem Meeting noch kurz einkaufen gehen. Komm doch wach. Erbsen und Terrasse verschmolzen miteinander. Ich fragte mich, ob ich die Erbsen am Morgen gepflanzt hatte und sie wohl bis zum Abendessen fertig waren. Bingo. Bevor ich meine Augen öffnete, wusste ich es bereits. Meine Gedanken waren Nonsens. Eine schwere Müdigkeit behinderte meinen Körper. Ich war kaum richtig eingeschlafen. Aber irgendetwas fühlte sich falsch an. Es war mehr als Müdigkeit, die meinen Körper stillhielt. Es war ein Druck auf meiner Brust, als hätte man einen Schrank darauf gelegt. Außerdem schmerzte meine Stirn, als würde jemand in sie hineinkneifen. Ich öffnete meine Augen. Ein schwarzer Schatten saß auf meiner Brust. Seine grünen Augen funkelten in der Dunkelheit. Sein Maul, wenn man es so nennen kann, war lang und röhrenartig. Er hing an meiner Stirn und machte ein nasses, saugendes Geräusch. »Geh runter! Verschwinde!« Ich schlug gegen die Kreatur und das Gewicht hob sich von meiner Brust. Plopp. Sein Mund hatte sich von meiner Stirn gelöst. Im selben Moment löste sich der Nebel des Schlafes. Meine Gedanken waren klar und meine Bewegung flink und schnell. Die Kreatur war verschwunden. Ich rannte den Flur entlang. Meine Füße trampelten auf dem Teppich. »Erica!« rief ich und warf die Schlafzimmertür auf. Sie schlief friedlich in kompletter Unwissenheit, dass diese unsichtbare Kreatur auf ihrer Brust saß und sich an ihre Energie, ihren Gedanken labte. Ich griff nach ihren Schultern und schüttelte sie wach. »Erica!« schrie ich. »Wach auf!« Ihre Augen öffneten sich. »Was ist denn los?« sagte sie schläfrig, während sie sich aufrichtete. Ich stellte mir vor, wie die Kreatur auf ihr verschwand und sie dabei aufweckte. Auch wenn ich die Kreatur nicht sehen konnte, wusste ich, dass sie da war. Ich wusste es einfach. Ich habe es gesehen. Die Kreatur. Sie sitzt auf unserem Brustkorb und labt sich an unseren Gedanken, unserer Energie, wie eine Art Parasit. Wovon redest du? Sie verursacht Schlaf. Als sie aufhörte, wachte ich auf. Sie verursacht Schlaf. Sie ist schwarz und schattig und... Das klingt eher nach Schlafparalyse. Sie warf ihre Arme um mich und zog sich fest an mich. Ich weiß, dass es beängstigend sein kann, aber es ist nicht echt. Es war keine Schlafparalyse, Erica, es war ein Albtraum, aber mach dir deswegen keine Sorgen. Sie zog sich näher an mich und streichelte mir vorsichtig über den Rücken. Ich war durcheinander, während ich die Teile in meinem Verstand zusammensetzte. Schlaf ist keine restaurative Funktion, die in unserer DNA enthalten ist.
Diese Kreatur, dieses Ding verursacht ihn, damit es sich an unseren Gedanken, unserer Energie bereichern kann. Wie ein Parasit. Ein Parasit, der seit Anbeginn der Zeit besteht, mit uns lebt, sich mit uns entwickelt und in allen Ländern der Welt existiert. In jedem Zuhause, in jedem Schlafzimmer. Nur sehen wir es nie, denn niemand erinnert sich, wie man einschläft.